Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play City Skylines. Ja, ich habe heute wirklich wieder nichts vor. Ich muss natürlich wieder meine Industrie hier in die Stadt bekommen. Ich brauche mehr Jobs. Ich schaue mal, wie es hier aussieht von meinen Arbeitsstellen her. Wir haben 6% arbeitslose Bürger. Und wir haben noch ungefähr 200 Arbeitsstellen frei. Und das heißt, ja, dass wir noch auf jeden Fall ein paar brauchen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es aussieht hier von wirklich von den Bürogebieten her. Ich muss natürlich noch einige platzieren. Ich werde mal schauen, vielleicht kann ich hier noch welche hin platzieren. Oder an dieser Straßenseite hier bestimmt. Gibt bestimmt noch einiges. Und da werde ich einfach mal schauen. Ja, hier können überall noch Büros hin. Das ist nicht das Problem. Und das werde ich auch erstmal machen, solange bis da erstmal kein, sage ich mal, anderes Wichtiges hin muss. Und ich denke, das kann doch auch noch umplatziert werden, oder? Und zwar muss jetzt die Stromleitung ein bisschen anders platziert werden, sodass das alles hier so ein bisschen passt. So, mache ich das auch noch ein bisschen schöner, so. Und ja, dann haben wir das hier auch ein bisschen schöner gemacht. Hier passt dann auch ein größeres Büro hin. Und hier auch ein größeres Büro. Das ist doch das, was die Leute wollen, größere Büros. Und jetzt haben wir hier auch ein paar Büros noch hingebaut, mehr Jobs für unsere Leute. Und natürlich heißt es auch, dass die Leute mehr hier hinziehen und das wollen wir ja auch. So, hier kann bestimmt auch noch was hin. Und das ist alles hier erstmal schon gesetzt worden. Aber wenn ich mich hier recht umsehe, kann hier auf jeden Fall auch noch was hin. Wenn ich diese Straße hier mal wegmache. So. Und dann einfach mal hier so ein bisschen noch so dahin gehe und dann einfach mal. Na? So. Dann passt da auch noch ein Bürogebäude hin, denke ich. Hier, das muss erstmal alles noch wieder neu gesetzt werden. Sehr schön. Und ich habe heute vielleicht sogar noch wieder ein kleines Thema. Und zwar habe ich heute ist Sonntag, also der Tag der Aufnahme ist Sonntag, der, wie viel haben wir heute? Ich habe keine Ahnung. Der 26. ist, glaube ich, heute. Kann das? Das kann. Das sehe ich nämlich recht auf meinem Bildschirm bei meinem Aufnahmeprogramm. Naja, auf jeden Fall haben wir heute den 26. der Sonntag. Und ja, ich habe GTA 5 nochmal neu durchgespielt. An diesem, beziehungsweise nicht an diesem Wochenende, aber seit jetzt, seit dem Release-Termin. Und ich muss echt sagen, oder beziehungsweise ich habe es zum dritten Mal durchgespielt. Einmal auf der Xbox 360, einmal auf der Xbox One und jetzt einmal noch auf dem PC. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel fasziniert mich echt immer aufs Neue, was man doch da alles machen kann. Und mittlerweile habe ich sogar schon meine 70 Stunden in GTA 5 seit dem Release. Und da frage ich mich manchmal so, wie habe ich das geschafft? Wie habe ich das geschafft? Aber naja, wenn ich das jetzt schon durchgespielt habe, die Story, ich versuche jetzt noch auf Level, oder nicht auf Level 100, sondern 100% zu schaffen und die ganzen Nebenmissionen und erstmal noch Geld zu scheffeln und da gibt es ja diesen kleinen Aktientrick mit den Lester-Attentatsmissionen, das versuche ich noch alles zu machen und ja, da wird sich dann auf jeden Fall noch einiges rausstellen, wie sich das denn alles entwickelt und wie viele Stunden ich habe. Denn bei GTA 4 habe ich jetzt 130, glaube ich, aktuell.
Und muss sagen, dass mir dieses Spiel einfach... GTA 5 gefällt mir so gut. Ich denke, ich werde... Das wird erstmal mein zweit- oder erstplatziertes Spiel mit, was ich je gespielt habe. Ich bin ja eigentlich nicht so der Vielspieler oder der ein Spiel ausgiebig und durchgehend zockt. So wie zum Beispiel... keine Ahnung, andere Leute, Counter-Strike oder sowas mit ihren 1000 Stunden, da denke ich mir dann halt immer, kann ich nicht, ich kann es einfach nicht, das ist mir zu viel. Und ich habe immer so um die 100 Stunden in Spielen. Mein meistgespieltes Spiel auf Steam ist, man glaubt es kaum, Call of Duty Modern Warfare 2. Das waren noch ganz alte Tage, da war ich noch, das war ganz alt, da war ich irgendwie mit einer der ersten, der in meiner Stufe, in der Schulklasse gezockt hat, und dann war es MW2 und da haben wir irgendwann alle überredet und wir haben gezockt und gezockt, und da sind dann 200 Stunden rausgekommen, weil wir halt sehr viel gezockt haben innerhalb unserer Gruppe, und ich hatte halt wirklich nichts anderes außer MW2, weil früher, ja, war ich halt noch nicht so wie heute. Denke ich, kann ich so sagen. Aber ja, es ist... Obwohl, ich glaube, ich habe bei GTA San Andreas habe ich, glaube ich, noch mehr Stunden. Da habe ich ein paar hundert, wenn nicht sogar 1000. Da gibt es ja diesen GTA San Andreas Multiplayer beziehungsweise Multitheft Auto. Das sind ja beides so Multiplayer-Mods. Und da muss ich sagen, da habe ich sogar noch mehr. Also da habe ich auf einem Server knapp 300 Stunden und da habe ich, glaube ich, noch auf anderen habe ich sogar noch mehr Stunden. Also das kann ich, glaube ich, ja, das war, glaube ich, ist, glaube ich, so, dass ich so sehr, sehr viele Stunden da habe. Aber ja, ich denke, mit GTA 5 werde ich das auf jeden Fall noch toppen. Ich werde bestimmt noch sehr viel spielen damit. Denn wenn ich das jetzt mal so schaue, ich habe jetzt schon 70 Stunden innerhalb von 2 Wochen, 3 Wochen. Oder wie lange ist das Spiel schon draußen? Ich weiß es nicht. 2 Wochen, glaube ich. Und das Spiel ist halt sowas von geil. Und wenn jetzt noch die Mods kommen. In GTA 4 habe ich die Story einmal durchgespielt und habe sonst nur mit Mods gespielt. Und die Story in GTA 5 ist, denke ich, größer und man hat auf jeden Fall mehr... Und... Na, egal. Also... GTA 5 ist im Vergleich zu 4 auf jeden Fall viel, viel größer. Und ich habe ja jetzt 70 Stunden ohne Mods und GTA 4 habe ich halt wirklich fast die ganze Stunden halt nur mit Mods. Und ich denke, da wird sich auf jeden Fall noch GTA 5 wird sich auf jeden Fall auf meine Spielstundenanzahl auf Steam sehr auswirken. Denke ich jetzt einfach mal. Da wird auf jeden Fall noch einiges dazukommen. Und deswegen kann es manchmal auch sein, dass meine Videos hier ein bisschen später kommen. Das ist mir schon ein paar Mal passiert jetzt. Zweimal, glaube ich. Dass die Spiele einfach 2 Stunden später kamen, weil ich einfach zu viel GTA 5 gezockt habe. Aber das wird sich ja jetzt ein bisschen vielleicht senken, weil ich halt die Story jetzt schon durch habe. Und jetzt werde ich vielleicht noch... Vielleicht werde ich mal irgendwann Videos dazu machen. Das wird sich dann sehen. Aber ich finde, die Performance bei mir ist jetzt nicht gerade so herausragend, dass ich damit aufnehmen könnte. Ich habe aber auch noch nie einen Test gemacht, irgendwie mit dem Aufnahmen. Sollte ich eigentlich mal machen. Vielleicht kommen dann auch mal ein paar Videos zu GTA 5 und dann werde ich mich mal da umschauen. Mit euch. Denn eigentlich habe ich Bock darauf, aber wie gesagt... Da kommt mir vielleicht mein System in den Weg. Und ja, deswegen wird das vielleicht ein bisschen problematisch. Aber vielleicht lässt sich da irgendwas machen und dann passt das schon. Dann werde ich das mal versuchen. Okay. So. Kann ich hier noch irgendwas hinmachen? Ja, bestimmt. Ja, geht doch. Zack. So, alles voll machen hier. So. Und ja, dann wird sich mal herausstellen, ob ich
GTA 5 aufnehmen kann, weil wirklich, ich hätte richtig Bock dazu, weil GTA 5 macht wirklich Spaß, auch im Multiplayer, wenn man die Heists macht oder Rennen oder irgendwie sowas, dann macht das schon echt Spaß und da kann ich nur sagen, würde ich gerne machen, aber wie gesagt, mein System ist wahrscheinlich da zu schwach für. Ich bin mal sowieso gespannt. Ich bin ja bald in Amerika. Ab August, habe ich ja schon mal gesagt. Habe ich ja mehrmals schon erwähnt. Da werde ich wahrscheinlich dann mal schauen, wie sich das, wie das mit meinen Videos jetzt ist. Weil ich habe ja eigentlich jetzt hier so einen geregelten Zeitplan. Und der wird wahrscheinlich ein bisschen, oder der wird wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich ein bisschen durcheinander kommen, dieser Plan. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich ein Problem wird für mich, da in Amerika halt wirklich noch Videos zu machen. Aber das wird sich dann ja auch zeigen, denke ich. Das werde ich dann ja auch sehen. Ich hoffe nur, dass ich da wirklich Videos machen kann. Ich werde mir einen Laptop holen, einen leistungsstarken, wo ich dann auch Videos machen kann. Ich denke, der Laptop, den ich mir vielleicht hole, oder ein Laptop, den ich mir hole, der wird wahrscheinlich sogar leistungsstärker sein als mein jetziger PC hier. Deswegen werde ich mal schauen. Vielleicht kann ich dann wirklich auch GTA 5 aufnehmen. Aber wie gesagt, ich werde dann noch schauen. Oh nee, warte, was habe ich denn hier gemacht? Hier wollte ich doch gar keine Wohnhäuser hinmachen. Hier wollte ich noch ein paar Büros hinklatschen. So, und ja, da werde ich dann mal schauen, wie sich das dann auswirkt auf meine Videos. Mit dem Laptop werde ich auf jeden Fall dann Videos machen können. Und aber wie gesagt, bis jetzt sieht es wirklich nicht so dolle aus, dass ich da wirklich sehr viele Videos mache, weil ich habe halt da eine Gastfamilie und das ist halt nicht gut, wenn ich da die ganze Zeit vorm PC hängen würde. Aber ich möchte es natürlich. Ich meine, ihr seid meine Community und ich muss euch natürlich irgendwie mit Videos beliefern und das mache ich auch gerne und es macht mir auch Spaß und deswegen möchte ich das eigentlich machen. Aber wir werden sehen. Ab August werden wir das alles sehen und dann werde ich auch wahrscheinlich ein paar Infos mehr rausgeben und ich werde auf jeden Fall so eine Art Vlog machen, wie man auch immer das mal nennen kann, halt so eine Art, ja, Impressionen von dieser, von diesem kleinen Dorf, und ja, dann werde ich mal schauen, wie sich das alles auswirkt. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr schön weiter treuer Abonnent sein werdet. Denn darauf habe ich, glaube ich, ich glaube, das wird nämlich ein größeres Problem sein, dass ich einfach wahrscheinlich viele Abonnenten verlieren werde. Denn viele werden sich wahrscheinlich denken, oh, der macht ja gar keine Videos mehr. Und dann abhauen. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Aber werde ich dann ja sehen. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr mir treu bleibt. Und ja, dann geht es auch 2016, Juni, Sommer 2016, geht es dann auf jeden Fall auch wieder aktiv weiter. Aber ja, ist ein bisschen doof, aber was will man machen? Es wird alles schön. Und da wird sich auf jeden Fall noch was machen lassen. Tun. So, und ich denke, diese komischen Parkplätze, die kann ich wegmachen, weil die möchte, glaube ich, keiner. So wie es aussieht, oder? Nein, die nimmt wohl keiner an, da geht keiner rein. Schade. Aber dann kann ich hier noch ein paar Büros hinpacken. Wenigstens etwas Gutes. Okay. Und ich habe noch was zu bereden. Und zwar schaue ich gerade Breaking Bad. Ja, sehr spät, aber ich muss sagen, ich war erst nicht so gefixt von dieser Serie. Ich habe aber, Netflix hat ja jetzt letztens die Better Call Saul, die Serie, rausgebracht, den Prequel von Breaking Bad,
zu Saul Goodman, beziehungsweise hier McGill, ne? Ich weiß gerade den Vornamen nicht, auf jeden Fall McGill, dem Anwalt McGill, beziehungsweise Saul Goodman. Und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, hey, also die habe ich erst durchgeschaut und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, hey, eigentlich könntest du doch mal Breaking Bad anschauen. Ja, und dadurch bin ich halt darauf gekommen, habe mir dann mal irgendwann gedacht, ja, schaue ich mir an. Und ja, ist auf jeden Fall eine richtig coole Serie, muss ich sagen. Breaking Bad und natürlich auch Better Call Saul. Das sind beides super Serien. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, der noch nicht gefixt davon wurde. Ich wurde es halt auch wirklich nicht, muss ich zugeben. Ich fand es halt eher so kacke, weil ich bin halt wirklich nicht der Drogenfreund, so, der so sagt, boah, Drogen, geil, muss ich mir anschauen. Ich bin halt eher so, ja gut, super, Drogen, super Thema, finde ich jetzt nicht so interessant, dass ich da eine Serie drüber schauen muss, aber es ist auf jeden Fall echt cool. Ist auf jeden Fall echt schön, diese Serie. Und da werde ich dann auf jeden Fall, upsala, hey, da ist kein Strom. Und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sie es noch nicht angeschaut hat. Auch wenn jemand sagt, nein, Drogen sage ich nicht zu. Das ist ein Tabu für mich, ein Tabuthema. Kann ich nur sagen, schaut euch an. Es ist wirklich, es geht primär geht es halt wirklich gar nicht um diese Drogen, sondern um diese ganze Geschichte. Also ist klar, ist bei Serien immer so. Aber ich muss ehrlich sagen, das Drogenthema, oder das ist eigentlich so, kann ich schlecht erklären. Also auf jeden Fall, egal. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Upsala, Frosch im Hals. Aber, naja. Oh, hier könnte auch noch was hin. Oh ja. Das war mal wieder ein schöner Talk hier gerade mal. Hab ich. Finde ich gut. So. Wow. Also unsere Stadt ist schon echt groß geworden, wenn man mal hier so schaut, ey. Da kann ich echt nur sagen. Und hier zwei Brände. Einmal hier ein Brand und einmal hier ein Brand. Aber da kommt schon die Feuerwehr. Da kommt schon die Feuerwehr und rettet Leben. Ich freue mich auch schon auf Mods, die so Autos verändern und sowas hier bei City Skylines. Ich glaube, da freue ich mich sogar am meisten drauf. Aber naja. Bin mal gespannt. Und warum müssen die hier alle auf die rechte Spur? Das ist doof. Das ist doof. Kann ich das nicht irgendwie ändern? Indem ich hier eine normale Straße hinbaue. Oder eine. Moment. Na, Moment, ich muss erst so gehen. Und dann so. Und vielleicht ändert das noch was. Vielleicht geht das. Geht's? Es funktioniert, ja. Die Fahrzeuge müssen nicht mehr, das ist das, was ich wollte. Das ist schön, dass das funktioniert. Die Fahrzeuge müssen mich jetzt nicht mehr hier nach sich hier aufteilen, sag ich mal so. Das passt. Das wollte ich. Denn das hat hier gerade Stau verursacht und das wollte ich eigentlich vermeiden. Stau ist nämlich so ein Thema hier. Das kann man sehr schön vermeiden alles. So, schaue ich mal. Na gut, hier ist viel Verkehr, aber kein Stau. Hier ist natürlich auch viel Verkehr. Gut, das sind die ganzen Hauptstraßen, die hier Verkehr haben.
Aber das ist klar, dass da Verkehr ist. Wenn dann hier noch die Busse halten, das ist vielleicht gerade nicht so das Optimale. Aber die Busse, die passen schon alles. Das passt schon alles. Gut. Hier ist klar. Hier ist klar. Die Leute wollen alle zu dem... zu der Abfahrt hier. Abfahrt. Das kann man bestimmt auch noch ändern, indem man hier einfach mal das, die Lichter wegmacht. Die Ampeln. Mein Gott, die Lichter. Aber ich glaube, das wird erstmal nicht so viel ändern, oder? Naja, das verschlechtert alles. Ich mach's mal wieder dran und dann werde ich mal schauen, wie sich das hier noch auswirkt alles. Ja. Und, da fehlt noch Wasser. Stimmt, die habe ich noch gar nicht bewässert hier, die Sachen. Was ist denn, irgendwo habe ich doch auch hier gerade da. So, lege ich erstmal hier Wasser dran und dann kann ich mal gleich schauen. So, und ich würde erstmal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut morgen wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play City Skylines. Skylines. Und ja, schaut morgen wieder rein. Diese schöne Stadt. Upsala. Da hätte ich mir gerade was fast vom Tisch gehauen. Ciao.